Meine Abnehm-Challenge und ihr könnt mich verfolgen und das hoffe ich, dass ihr das tun werdet, weil dann habt ihr das Paradies quasi immer im Wohnzimmer. Das ist doch was, oder? Ist das ein Deal? Und ihr seht auch, ob ich ablose oder ob ich diesmal wirklich durchziehe. Seid gespannt auf jeden Fall und guckt einfach zu. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr dabei seid. So, meine lieben Freunde der Gemütlichkeit, ich mal wieder, hey ho, in the ghetto. Was ich sagen wollte, und zwar, ich war ja jetzt echt gut dabei. Ich habe super basisch gegessen und alles tip und top. Meine Zuckersucht ist einfach mal Game Over. Ja, die gibt's nicht mehr. Sie ist einfach nicht mehr vorhanden. Und es geht mir super. Nur jetzt kommt der Haken, meine lieben Freunde. Jetzt kommt der Haken. Und zwar, ich meine, ihr habt jetzt mitbekommen, dass ich mich gesund ernährt habe, aber ihr habt nicht mitbekommen, wie viel ich gegessen habe. Und das ist wieder der Knackpunkt. Und zwar habe ich für mich entdeckt, dass ich wirklich, und das meine ich jetzt wirklich, immer zu viel esse, ja. Das heißt, ich esse, glaube ich, immer das Doppelte. Wenn ich hole mir zum Beispiel immer Nachschlag. Wenn ich was aufesse, ne, dann esse ich noch eine Portion. Immer automatisch. Und ich muss sagen, es ist noch nicht mal, weil ich Hunger habe. Ich habe gar keinen Hunger. Ich hab wirklich selten Hunger, weil ich so viel trinke. Ein Hungergefühl kenne ich so gar nicht richtig. Weil immer, wenn ich mal irgendwie so ein Gefühl habe, immer dann trinke ich was und dann ist auch der Hunger weg. Aber mir ist es so, dass ich oft was esse und dann nur esse, weil es gut schmeckt. Aber nicht, weil ich Hunger habe, nicht, weil ich gesättigt bin. Und ich denke mal, ich bin nicht der einzige Mensch auf diesem Planeten. Ich denke mal, es machen ganz, ganz viele. Aber das möchte ich mir jetzt abgewöhnen und da seid ihr jetzt dabei, weil ich will euch zeigen, wie ich das schaffe, weniger zu essen und auch Gewicht zu verlieren, weil das ist mein Ziel. Ich möchte jetzt Gewicht verlieren. Das war vorher nicht unbedingt mein Ziel, aber jetzt sage ich das wirklich ganz deutlich. Ich möchte jetzt ein bisschen abnehmen, weil ich ja wieder zugenommen habe. Ich schwanke ja eh immer wie so ein Spasti, ne? Mal bin ich dicker, dann bin ich wieder dünner, weil ich dann wieder achte. Dann denke ich wieder, ach scheiß drauf, dann esse ich wieder. Dann nehme ich aber auch immer zu, weil das liegt aber auch, glaube ich, daran, weil ich mich allgemein schon sehr gesund ernähre und wenn ich mir da mal was reinhaue, ja, irgendwas Ekliges, Ungesundes, Fettiges, Zuckerhaltiges, dann reagiert mein Körper sofort, wirklich. Also ich nehme dann auch ganz schnell zu, das liegt, glaube ich, daran auch, weil mein Körper Wasser speichert, weil er dann übersäuert, weil er es einfach nicht gewohnt ist. Weil wenn du immer Obst und Gemüse isst und dir dann wirklich eine Torte oder weiß ich was für einen Scheiß gibst oder Chips, dann reagiert der halt. Ich denke mal, andere Menschen sind dann nicht so empfindlich, aber bei mir ist es so. Und ich habe keinen Bock mehr auf diese behinderten Schwankungen und deswegen, jetzt gucken wir uns mal meinen Körper an und zwar, so sieht das Ganze aus. Warte mal, man sieht das auch so schlecht, ne? Ihr könnt sehen, ich habe auf jeden Fall einen Bauch. Und Beine habe ich auch, ne? Sieht man. Also ich bin jetzt nicht so schlank. Ne? Hier ist mein Bauch. Also warum habe ich denn so einen großen Bauch? Ich hatte ja auch das Gefühl, dass ich vor ein paar Tagen ein bisschen abgenommen hatte. Aber wenn ich so mache, guck mal. Boah, geht richtig ab hier. Und ich hatte das Gefühl, dass ich vor ein paar Tagen auch abgenommen hatte. Jetzt hatte ich ja wieder so Eier gegessen und so, ne? Also nicht nur Obst und Gemüse. Und ich muss sagen, dann habe ich mir 4 Eier reingehauen oder so in die Pfanne. Und ich habe da wieder übertrieben, ne? Scheiße, Alter. Das geht doch nicht. Und deswegen, meine Lieben, jetzt ist meine Diät dran, ne? Und ganz kurz, ich werde anfangen, also jetzt habe ich noch nichts gegessen, noch nichts getrunken, mache ich auch nicht, weil ich keinen Hunger habe. Ich warte jetzt, bis ich Hunger bekomme und dann werde ich einen Smoothie trinken oder Obst essen. Ich weiß es noch nicht. Ja, ich glaube, ich bleibe bei Smoothie erstmal. Ich guck mal, ich bin jetzt nicht auf dem Smoothie-Fasten aus, aber ich schaue mal, was ich machen kann, dass ich erstmal auch dieses Völlgefühl wegbekomme, weil ich mich seit ungefähr, ich weiß nicht, seit 3, 4 oder noch länger Tagen, eigentlich seitdem mein Cousin, glaube ich, hier war, vor zwei Wochen ist er, glaube ich, gekommen. Ist jetzt seit 4 Tagen schon nicht mehr da. Nee, seit einer Woche schon nicht mehr da. Oh Mann, die Zeit vergeht so schnell. Ich komme gar nicht hinterher. Und seitdem habe ich irgendwie auch mal mehr gegessen.
Und seitdem habe ich auch dieses übertriebene Sättigungsgefühl, also dieses Völlegefühl, dass ich fühle mich nicht vollgefressen, weil vom Obst und Gemüse kannst du ja nicht vollgefressen sein, aber ich fühle mich also voller als sonst, sagen wir es mal so. Beobachtet mich einfach, wenn ihr Bock habt. Ich werde jetzt öfters mal Videos hochladen. Ich weiß nicht, ob ich das jeden Tag machen soll, aber ne, auf jeden Fall so, dass ihr auch dann den Unterschied erkennt. Ne, auch zu meiner Figur und so weiter. Ihr habt jetzt gesehen, wie ich aussehe. Und man erkennt das ja auch im Gesicht. Ne? Also ich habe jetzt ja auch mein Doppelkinn noch, obwohl es weniger geworden ist, aber trotzdem. Ne? Also ich bin jetzt keine schlanke Ballerina. Muss auch nicht sein. Ich will auch nicht so sein, aber ich will wenigstens so sein, dass die Sachen ein bisschen lockerer wieder sitzen. Weil vor einem Jahr war das ja... Ach, na egal, darüber denke ich jetzt nicht nach. Ich fokussiere mich jetzt auf die Zukunft, meine Lieben. Ich starte heute am 11. April mit, also 11. April 2016, mit meinem Transformationsprogramm. Okidoki, wir werden sehen, wie ich mich tue. Ich will hier nicht zu viel versprechen, ne? Aber diesmal werde ich habe ja noch andere Videos, die lade ich dann später hoch, über die basische Ernährung und so weiter. Aber ich werde die Videos jetzt aktuell hochladen, weil sonst, weiß ich nicht, ist das immer so doof. Besser aktuell, dann könnt ihr das viel cooler verfolgen und so, ne? Genau. Ah, und eine Sache wollte ich euch noch zeigen, bevor ich jetzt gehe. Ich wollte ja gerade jetzt zum Strand gehen, weil ich da jetzt spazieren gehen werde, eine Stunde. Ich versuche das täglich zu machen, wenn es nicht täglich ist, dann halt jeden zweiten. Aber auf jeden Fall, dass ich ein bisschen, ne, weil im Sand sich bewegen, spazieren ist super. Und jetzt wollte ich euch mal zeigen, was ich hier anhabe, und zwar diese Hose hier. Seht ihr das? Also diese Hose, nur mal so beispielmäßig, seht ihr? Ich meine, hier ist jetzt ein bisschen, Moment, hier ist ein bisschen Platz, ne? Aber diese Hose war letztes Jahr so, dass sie mir, also ich musste einen Gürtel tragen, sonst ist sie mir runtergerutscht. Und das ist ja jetzt nicht der Fall. Hier ist zwar ein bisschen Luft, aber sie passt mir gut. Und jetzt will ich mal schauen, wie sich das ergibt, ne? Seht ihr die Speckschwarte hier? Was ist denn da los schon wieder? Ich verstehe das nicht, weil das immer kommt. So schnell. Ich schwöre es dir, letztes war das noch nicht, glaube ich. Naja. Wie auch immer. Auf jeden Fall, wir gucken uns mal die Hose an, ja, in der nächsten Zeit. Wir beobachten diese Hose und dann mal schauen, was sich da tut. Man weiß es nicht so genau, aber es könnte was passieren. Ich bin gespannt, ne? Weil wenn ich jetzt ablose, dann kriegt ihr jetzt alle live mit. Verdammte Axt. Aber ich krieg das jetzt nicht einen Monat versetzt oder so, sondern aktuell. Und mal schauen, ich werde so, ich weiß nicht, einmal die Woche oder ein bisschen öfters mal ein Video hochladen und euch berichten, was abgeht bei mir. Gute Idee oder was meint da? Ja, ne? Kann man mal machen. Falls euch das interessiert, freue ich mich auf jeden Fall, wenn ihr einschaltet, mich abonniert, ein Gefällt mir da lasst oder auch meinetwegen ein Kommi schreibt. Ne? Vielleicht habt ihr ja irgendeine Idee für mich oder so, warum ich immer so viel esse. Habt ihr das auch? Vielleicht habe ich ja irgendwas in mir, was ich mit dem Essen füllen will. Irgendeine Lücke in mir. Ist ganz oft der Fall, ne? Nicht, dass wir uns jetzt lächerlich darüber machen. Es ist wirklich oft so, dass Menschen essen, um etwas in sich zu füllen. Aber ich glaube, das ist jetzt bei mir nicht unbedingt so. Ich glaube, das ist eher so eine Angewohnheit und so ein, keine Ahnung. Ich mache mir darüber noch Gedanken. Vielleicht komme ich ja zu einem Entschluss. Und ihr werdet auf jeden Fall jetzt gucken können, was mit mir geschieht. Ob eine Transformation stattfinden wird oder auch nicht. Ist auf jeden Fall immer sehr interessant und spannend, finde ich, sowas. Ne? Also wenn ihr das auch macht, dann schreibt mir doch in die Kommentare und sagt, ey Justine, guck doch mal bei mir, ich mache das auch gerade. Dann können wir ja uns zusammen anfeuern und so. Ist ja richtig cool. Okidoki, meine lieben Freunde der Gemütlichkeit, wir sehen uns bis ganz bald. Und ich freue mich, wenn ihr einfach wieder einschaltet. Peace, Love and Harmony. Was passiert? Ich habe meine Route geändert. Und dann, ich weiß gar nicht, lauf bestimmt an.